Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Tankstelle. Ja, das war eins meiner ersten Let's Plays, wo ich quasi ein Spiel durchgespielt habe. Und ich habe ja gesagt, wir schauen einfach noch mal rein, sobald es ein weiteres Content-Update gibt. Und ja, es ist soweit. Es gibt tatsächlich jetzt ein Content-Update. Man kann jetzt eine Waschanlage bauen. Und natürlich, ja, starten wir da den alten Spielstand und ja, müssen uns erstmal wieder reinfuchsen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie hier was funktioniert hat. Ich sehe gerade nur links, dass wir irgendwie keinen Kraftstoff mehr haben. Und deswegen, ich muss gerade echt bei der Steuerung nochmal gucken. Oh, schaut mal da, die Waschanlage. Ja, wir müssen auf jeden Fall Sachen bestellen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie hier überhaupt noch was funktioniert hat. 1000, wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 1800. Boah. Ups, so viel. Nein. Erstmal wieder langsam reinfuchsen. Ja, wir brauchen, glaube ich, auch ganz viele Sachen. Weil ich ja, glaube ich, nichts mehr nachbestellt hatte am Ende. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was wir überhaupt machen. Wer bist du denn? Ah, du bist das. Wer bist du? Ah, ich weiß gar nicht mehr, wer ihr alles seid. Okay, der läuft auch anders flüssig. Ja. Ich habe seitdem ich meinen neuen Monitor habe, hier auch nicht mehr reingeschaut und musste gerade erstmal so ein bisschen was einstellen, damit es einigermaßen brauchbar aussieht für mich. Genau. Tanken. Wie war das mit dem Tanken? Oh Gott, erstmal wieder reinfuchsen. Ich glaube, so schlecht war das gar nicht für den ersten Versuch wieder nach langer Zeit. Genau. Umschalten. Oh. Das lag nicht an mir, das lag gerade daran, dass der Sprit einfach alles. Und wir müssen uns hier auch mal einen Überblick verschaffen, was überhaupt noch fehlt und wie das. Genau, Regal anklicken zum Auffüllen. So war das. Keine Produkte mehr beim Alkohol. Haben wir noch irgendwelche komischen Brillen? Nein, haben wir nicht. Da haben wir auch nichts mehr. Getränke, ach, immer rein damit. Ah, stimmt, Hüte. Wir hatten ja auch Hüte. Oh, Ricardo macht den Moonwalk. Nur vorwärts. Ja, genau. Ich muss mich gerade erstmal wieder reinfuchsen, wie das alles hier so funktioniert hat, was man da machen musste und so weiter und so fort. Und das hat sich gerade nach Klospülung angehört. Ja, krass. Wir sind tatsächlich wieder zurück. Hat lange, lange gedauert. Aber jetzt ist es soweit. Ja, was brauchen wir denn alles? Kraftstoff, wir brauchen jemanden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss erstmal wieder wirklich. Nice geparkt. Kann man machen. Ja, momentan flattern so ganz viele Errungenschaften rein, die anscheinend neu dazugekommen sind, weil, ja. Wir waren ja schon eigentlich fertig mit dem Spiel. Anscheinend werden die jetzt alle nachträglich noch eingeblendet. Genau. F zum Sprechen. Bezahlung. Alles bezahlen. Hat das funktioniert? Ja, hat funktioniert. Wie war das dann? Genau, dich können wir zum Tanken schicken. Dann bezahle ich dich auch gleich mal. So. Ja, ganz, ganz viele Errungenschaften flattern rein. Kannst du irgendwas machen? Wir haben jemanden fürs Reinigen, wir haben Kasse, reparieren, tanken. Stimmt, wir hatten ja eine Werkstatt. Stimmt ja. Da müssen wir, glaube ich, auch mal noch Sachen nachbestellen und so ein Zeugs machen. Wobei er, glaube ich, auch repariert, wenn gar keine Sachen da sind, oder? Ich habe keine Ahnung. Weil wir brauchen ja, so wie es aussieht, von allem etwas. Wir haben ja mittlerweile eine Riesenwerkstatt. Ja, wir hatten doch auch eine E-Mail bekommen eben. Ah, sogar eine automatische Waschanlage können wir bauen. Ja, wäre schön, wenn das langsam mal mit den Errungenschaften ein Ende nehmen würde. So, lieber Neffe, nachdem wir uns. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Ja, ich lese mir es gerade mal schnell leise durch. Da, 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 da. Okay.
Geld haben wir ja quasi genug. Wir könnten direkt damit durchstarten und. Oha. Das Teil sieht ja nicer aus, als ich gedacht hatte. Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Nur das ist jetzt die Frage, kann man da auch noch eine Straße anbinden? Müssen wir dann auch noch mal schauen. Ja, cool. Flackert ein bisschen, aber das muss so sein an der Route 66, habe ich das Gefühl. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Tut mir leid, dass gerade diese ganzen Errungenschaften hier reinflattern. Ja. Noch eine Errungenschaft. Lang keine mehr gehabt. Aber ich finde, die Waschanlage sieht eigentlich schon echt cool aus. Gut, wir müssen aber halt auch mal Sachen nachbestellen, sonst, wie war das? Ich habe kein Schimmer mehr. Produkte. Produkte klingt auch gut. Ja, ich glaube, die mit dem grünen Punkt waren gerade etwas günstiger. Ja, immer her mit dem Zeug. Ich bestelle einfach jetzt Sachen. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt noch? Also im Lager haben wir auf jeden Fall Platz. Geld haben wir auch noch ein bisschen. Eiscreme geht auch immer. Autopflege, immer her damit. Was sagt's Geld? Geld sagt okay. Ja, ein bisschen Zeitung. Hüte sind sowieso immer gefragt. Okay, langsam wird's Geld doch ein bisschen knapp. Brillen, her mit den hässlichen Dingern. Teddybären. Die waren ja, glaube ich, so. Oh, ich habe schon. Ich bin ein bisschen im Shopping-Wahn, würde ich sagen. Ja, Bestellkosten sind ein bisschen hoch. Ein bisschen hoch sind die. Ach, eine Errungenschaft freigeschaltet. Finde ich gut. Immer noch zu viel. Jetzt aber. Gut, wir brauchen jemanden zum Kassieren. Zum Tanken haben wir jemanden. Und da steht ein Kunde bei der Waschanlage. Ja. Und da passe ich nicht durch. Okay. Ich will gerade nur jemanden quasi anweisen, dass er an die Kasse gehen soll. Beziehungsweise es läuft gerade gar nichts mehr, weil ihr alle Pause macht. Ihr seid ja ein Pack. Na gut. Bitte einmal an die Kasse. Die anderen Kunden müssen jetzt warten. So, wie funktioniert das hier jetzt? Hallo, Sie reden auf keinen Fall, Sie wollen nicht reden. Ah, man kann die Waschanlage anscheinend auch. Nee, kann man nicht öffnen und schließen, okay. Sah so aus. Oh ja. Ah, das stand in der E-Mail drin mit Wasser. Finde den Eingang zum Kanal im Schrottplatz. So, jetzt haben wir die Waschanlage geschlossen. Ja, wenigstens hast du so einen kleinen Fleck an der Tür sauber. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und da müssen wir. Finde den Eingang im zum Kanal im Schrottplatz. Ja, müssen wir gleich mal danach schauen. Der Schrottplatz ist ja, denke ich mal, da. Ah, genau. Kisten entladen. So war das. Die stecken aber auch komisch im Fahrzeug drin. Ich habe eh das Gefühl irgendwie gerade, dass Gasstation Simulator seit dem Content Update ein bisschen schlechter läuft. Täuscht das oder ist das nur bei mir so? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt einfach einen alten Spielstand spielen. Vielleicht macht das ein bisschen Probleme, aber gut. Wir suchen jetzt erstmal den Kanal. Boing. So, schön drüber gesprungen. Hier ist auf jeden Fall schon mal Wasser. Ah, das war gerade der Automat. Oha. Ach, was wie. Was? Okay, es wird zum Horrorspiel. Okay. Wir sind ganz mutig.
Was war das? Was war das für ein... Und die UFOs, Aliens und... Dennis. Und fliegen. Ja, also das sieht doch hier mega einladend aus. Erforsche den Abfluss. Also nach dem Geräusch würde ich eigentlich am liebsten gar nichts erforschen. Was haben wir denn hier für eine Tür? Okay, ich kann hier drehen. Wenn ich hier drehe, ist das hier abgestellt anscheinend. Dann kann ich hier durch. Ich bin immer wieder überrascht, was für... Fuck school. Falsch geschrieben. Respekt. Ich bin immer wieder überrascht, was für neue Sachen und Dinge hier in dem Spiel dazukommen. Ja, krass, ich bin vollkommen verwirrt. Ein Scheißhaufen. Sehr gut. Ich denke ja mal, dass wir Dinge hier machen müssen. Und dann ist wahrscheinlich jetzt die Tür da vorne mit einem grünen Licht versehen. Ja, wusste ich's doch. Bäh. Das sieht ja einladend aus. Alles klar? Ja. Ja. Okay, wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo das Geräusch herkommt. Ja klar, dann laufe ich jetzt hier auch weiter im Wasser rum. Versuchst du mich zu betrügen? Ja, klar. Stand da gerade. Ja, nee, ist klar. Ich geh erstmal hier raus. So. Oh Gott, was ist das für ein Spiel? Alles klar, wir sollen ihn füttern. Mit Müll. Ja klar. Lass dir schmecken, Digga. Ja, wir sollen ihn quasi mit Essen bewerfen und dann ist er glücklich. Ah, okay, das war so ein kleiner Schwächeanfall. Ja, ich glaube, er ist glücklich. Ich habe das Gefühl, der springt dann da raus und geht hier ins Wasser, wenn wir hier alles draußen haben an Müll. Oh, Schwächeanfall. Er hat es aber gefangen. Ist ganz schön laut hier, das Geräusch vom Wasser. Finde einen Weg zurück zur Oberfläche. Was soll ich aber jetzt hier mit diesem Schlauch machen? Gar nichts wahrscheinlich. Aber der Wasserdruck ist wieder... Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber auch überrascht. King Dennis. Ja, Dennis treibt sich hier unten rum. Das ist sein Milieu. Ach was. Kein Bier. Das ist ja krass. Das ist ja echt... Also man rechnet bei dem Spiel mit vielem, aber dass dann so Passagen mit eingebaut werden... Kein Wunder hat das so lange gedauert, das Content-Update. Kein Wunder. Ja. Erstmal bezahlen. Haben wir jemanden beim Tanken? Nee, haben wir nicht. Ab zum Tanken. Dann bezahlen. So, Aufgabenliste. Tankstelle reinigen. So, Juan. Was haben wir denn jetzt noch?
Autos reparieren, würde ich sagen. Dich bezahle ich auch gerade mal. Ich habe ja noch ein bisschen Geld. Ups, falsch. So, dann können wir auch wieder die Waschanlage. Oh, Baby, ich glaube nicht. Sehr, sehr, sehr komische Texte. Ah, wir haben keinen Kraftstoff mehr. Alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. Was kostet der Spaß denn? 480 können wir uns nicht leisten. Gut. Können wir uns leisten. Wenigstens ein kleines bisschen was. So, und hier haben wir, glaube ich, Sachen nachbestellt. Ganz viel Gedöns. Und Eis hatten wir auch nachbestellt. Ja, irgendwie müssen wir ja wieder jetzt ein bisschen Geld reinbekommen. Hüte hatten wir auch, den ein oder anderen. So, Brillen hatte ich ja auch. Autosachen waren, glaube ich, auch mit dabei. Boah, die Wand dahinter sieht ja echt gruselig aus hinter dem Regal. Die sieht ja mal gruselig aus. Immer rein damit. Und Süßigkeiten haben wir auch noch. Ich glaube, Teddys haben wir uns ja eben gerade nicht leisten können. Aber Zigaretten. Gut, habe ich die Waschanlage geöffnet? Wahrscheinlich nicht. Doch, habe ich. Sehr schön. Ah, man muss quasi jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit, wenn der Wasserdruck abfällt, runtergehen und Gustavo oder wie er auch immer hieß, wieder füttern. Mit Müll. Und wir sollen jetzt quasi ein paar Autos waschen. Car Wash. Halte, bla bla. Ah, okay. Man kann also auch die Breite von dem Wasserstrahl verändern. Okay, wir können auch später Autos automatisch waschen lassen. Okay, das ist jetzt ein breiter Strahl anscheinend. Okay, breiter Strahl, kleiner Strahl. Gut. Ja, für den harten Schmutz hier brauchen wir den harten Strahl, würde ich sagen, den etwas kleineren. Aber ich würde sagen, wir sollten auch vielleicht erstmal wieder ein bisschen Kraftstoff auffüllen. Ja, der Dude parkt anders da seit dem Update, oder? Und das Fahrzeug ist jetzt nicht mehr rot, sondern jedes Mal anders. Ja, die. Tja, aber der Lachs sieht doch schon mal viel besser aus. Sondern wenn wir die Umschalttaste gedrückt halten, müssen wir den restlichen Schmutz noch leuchten sehen. Jawohl. Funktioniert. Was mit dir? Ah, und auf der Spritzpistole quasi sieht man den Wasserdruck anscheinend. Oh ja, sehr, sehr schmutzig noch, die ganze Sache. Ja, aber cool. Okay, den Rand unten, der will mit diesem breiten Strahl nicht sauber werden, der große Schmutz. Da müssen wir dann wieder mit dem etwas kleineren Strahl ran. Aber wir machen erstmal das Grobe weg. Ja, die lieben Ränder. So, da noch ein bisschen Schmutz. Ah, sieht ja schon fast aus wie neu wieder. Ja, außer hier unten. Ah, hier habe ich ein bisschen rumgeschlampt, würde ich sagen. Ja, schon zufrieden. Ich sehe da schon echt. Ja, habe ich gut gemacht. Man muss sich ja auch mal selber loben. Wie läuft's hier denn? Wir haben niemanden, der Fahrzeuge betankt. Wir haben jetzt wieder
ganze 100 Liter im Tank. Charlotte, mein Schatz, komm her. Aufgabenliste tanken. Ja, wir haben jetzt quasi schon wieder die Mission abgeschlossen mit der Waschanlage. Man kann die Waschanlage ja ausbauen. Da würde ich jetzt gerne mal schauen, wie man die ausbauen kann. Hui. 1500 brauchen wir dafür. Wasserdruck. Ja, jetzt müsste sich theoretisch schon wieder unten Müll gesammelt haben, wenn ich das System richtig verstanden habe. Mich würde mal interessieren, ob man jetzt auch wieder eine Straße ausbauen kann. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, wir haben alles ausgebaut. Ja, außer Spielautomaten wahrscheinlich. Ja. Nee, man kann anscheinend keine Straße dahin bauen. Ach ja. Die Polizei, die immer mit Blaulicht durch die Gegend fährt. Schön. Was hier aber ein Betrieb ist mittlerweile. Wahnsinn. Kraftstoff. Da brauchen wir unbedingt ein bisschen mehr. Und Autoteile theoretisch bräuchten wir auch. Ich weiß nicht, was der Dude die ganze Zeit da in der Werkstatt repariert ohne Autoteile. Ah, komm, her damit. Vielleicht funktioniert es auch ohne Autoteile. Ich habe keine Ahnung, wie die KI das macht. Bestellkosten. Ja, da habe ich wohl ein bisschen viel wieder zugeschlagen. Lohnt sich halt überhaupt nicht eigentlich zu bestellen. Na gut. Ui, Kundschaft. Was macht man mit der rechten Maustaste? Was ändert sich da? Habe ich da irgendwas wieder überlesen? Egal. So, machen wir mal den Breitenstrahl und das komplette Fahrzeug mal wunderhübsch. Erstmal wieder den groben Schmutz weg. Aber die Waschanlage, die zieht schon böse Performance, würde ich sagen. Also mein Rechner zwingt die fast in die Knie. Also da heult der Kühler auf. Nicht schlecht. Map, map. Ja, die Ränder sind immer ein bisschen schwierig. Was ein Gehupe. Ah, der Kraftstoff ist schon wieder all. Sollten wir uns vielleicht erstmal drum kümmern. Kleinen Moment bitte. Gleich wieder bei Ihnen. Und Bestellung ist auch eingetroffen. Ja, sehr gut. Man bräuchte ja manchmal echt jemanden, den man abstellt, der einfach nur die ganze Bestellung tätigt, was fehlt und die LKWs auslädt. Tschüss, kannst wieder gehen. Thank you, ich habe gerade gar nichts mehr gemacht. Einfach nur das Auto angeschaut. Gern geschehen. So, er ist wieder weg. Oh, der Sandhaufen da ist der. Kommen die vorbei? Ja, die kommen vorbei. Boah, ihr in eure Hupe. Eieiei. Oh. Wir brauchen jemanden zum Abkassieren. Und vor allen Dingen brauchen wir ganz viel Geld. Ganz, ganz viel Geld brauchen wir, damit wir unsere Waschanlage weiter ausbauen können. Aufgabenliste: Bedienen die Kasse. Ach ja, unsere tolle Waschanlage. Sehr schön, ja.
Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, sammeln noch ein bisschen Geld und schauen, dass wir wieder alles so ein bisschen ins Laufen bekommen an der Tankstelle. Das habe ich ja ein bisschen vernachlässigt in der letzten Folge quasi. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da und vergesst nicht zu abonnieren. Das freut mich am meisten und unterstützt mich am meisten. Und dann würden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.